Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu The Critter Chronicles, ihr Lieben. Ich glaube, dass wir hier in der Yeti-Höhle nichts mehr werden können. Es bleibt uns im Grunde genommen nur noch zur Werkstatt zurückzukehren und dort zu versuchen, irgendwie in das Heiligtum reinzukommen. Also hier ist wirklich gar nichts mehr. Und zwar so gar nichts. So, da steht das Vieh. Ihr könnt mich totlachen, wie es aussieht. Komm mal her, Vieh. Können wir uns eigentlich mit dir unterhalten? Oh, was wirst du tun, wenn das alles hier vorbei ist? Und wenn wir das Böse besiegt und die holde Jungfrau gerettet haben, was dann? Gute Frage. Heiratest du sie und dann bekommt ihr ein paar von diesen Viehbabys mit den schrägen Stimmen? Hast dir noch nie Gedanken drüber gemacht, oder? Du bist wie mein Hund Rupert. Der ist immer den Lastendrachen hinterhergerannt und hat nach ihnen geschnappt. Wollte unbedingt einen haben. Und als er dann einmal einen erwischt hat, wusste er nicht, was er damit anfangen soll. Du kannst pilgern. Schon klar. Erstmal müssen wir sie befreien. Aber dann solltest du nochmal scharf nachdenken. Du bist jung und solltest deine Freiheit genießen. Tja, der Nate weiß natürlich genau, wovon er spricht. Okay, dann bis bald. Halt die Augen auf. Jawohl. Puluk. Okay, dann kehren wir jetzt in die Werkstatt zurück und werden mal schauen, ob man dort irgendwie, wie hier ist dann nämlich auch nichts mehr. Ich könnte bestenfalls nochmal mit Mary reden. Aber ansonsten... Offensichtlich kann Mary die Luken an ihrem Bug öffnen, wenn sie will. Aber ich bin nicht scharf drauf, den restlichen Inhalt zu sehen. Also gut, auch mit Mary keine Chance mehr. Dann gehen wir jetzt zurück in die Werkstatt. Da muss doch noch irgendwie irgendwas... Das ist der einzige Ort, wo noch irgendwas zu tun ist. Na, Pinguin? Kaum zu glauben. Der Pinguin ja, auf... genau. Der Pinguin ist wirklich unglaublich. Hier haben wir jetzt noch den Pinguin... Wir haben den Stuhl und wir haben das Fass. Da vorne ist, glaube ich, nichts mehr. Weil das Einzige, was mir jetzt einfallen würde... Ach so, du bist noch da, genau. Ja, okay. Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wäre wirklich mit allen Materialien, die wir haben. Das macht er nicht. Handarbeiten sind mir zu fummelig. Das muss jemand mit mehr Geschick machen. Ich vermute, dass es Layla ist. Ich weiß es aber nicht. Okay. Pinguin? Färbe den Lampenschirm. Färbe den Lampenschirm. Hä? Also gut, wir färben einfach mal. Nein, lieber nicht. Das Ding kommt aus der Zukunft. Und wer weiß, wie es auf Farbe reagiert. Vor allem auf Pink. Vor allem auf Pink, ja. Ich weiß nicht, wieso das der Lampenschirm ist, aber ist ja auch egal. Dann färben wir den Vorhang. Ah! Ach, guck mal an! Damit ist er nun purpur. Ja, wunderbar. Das versuchen wir, glaube ich, nicht nochmal. Okay, dann gehen wir jetzt mal das Vieh holen. Dann sind wir nämlich beide da, geben ihm mal diesen Vorhang. Vielleicht zieht das ja jetzt an. Wobei, also der sieht vielleicht auch aus. Ich weiß. Okay, Nate, komm her. Wie es immer in Position rennt. Ich könnte mich totlachen, echt? So, Pomporno. Zieh es bitte an. Jawohl. Da. Kannst du es jetzt anziehen, Vieh? Da ist er. Man sieht ihn kaum. Und man kann ihn nicht anziehen. Oh Mann, hey, echt. Setze die Perücke ab. Ich habe keine Ahnung. Lege den Bart ab. Setze die Ohren ab. Setze die Perücke auf. Purpurner Vorhang. Wieso kann ich mit diesem purpurnen Vorhang nichts machen? Ach Manne, ey. Ja, gut. Den Bart? Was machen wir mit diesem Vorhang zum Kuckuck aber auch? Gib Nate das Kostüm. Nate, kannst du das anziehen? Ja, wohl eher nicht, ne? Habe ich nicht. Oh, toll! Ach so, warte mal. Vielleicht muss ich irgendwas kombinieren. Mit dem blöden Vorhang. Ach, Mensch, Leute. Handarbeiten sind mir zu fummelig. Das muss jemand mit mehr Geschick machen. Tja, er macht's einfach nicht. Dann gibt es doch jetzt bitte mal dem Vieh. Also, ich fisch hier wirklich im Trüben. Nimm du. Ja, genau, nimm du. Wunderbar. So, purpurner Vorhang. Also bitte.
Da. So, kannst du das jetzt miteinander verknuddeln, Vieh? Aha. Hast du das gemacht? Ich halte es nicht aus. Kannst du es denn jetzt anziehen? Hallo? Was macht er denn jetzt? Du sollst dich nicht ausziehen, du sollst dieses Ding anziehen. Das ist doch nicht zu glauben. Was nu? Das erinnert mich doch sehr, 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 sehr an Day of the Tentacle, oder? Können wir jetzt da rein? Das ist definitiv Day of the Tentacle. Hallo, betrachte die schwarze Wache. Halt, kein Zutritt, oder? Sind Sie ein Freund vom Chef? Ich bin ein Freund vom Chef, definitiv, ja natürlich, selbstverständlich. Ich muss das checken. Oh Mann, der wird uns wieder... Eure Boshaftigkeit? Hier ist jemand, der behauptet, ein Freund von Ihnen zu sein. Hallo! Das Tentakel, ich halte es nicht auf. Unser Weltbeherrscher-Stammtisch? Ist der nicht nächste Woche? Nein, er ist heute. Was soll's? Komm rein und werde Zeuge meines Triumphes. Okay. Gut. Yeah! So, jetzt sind wir endlich drin. Ich glaub's nicht, ob wir das heute noch zu Ende kriegen. Jetzt gucken wir uns hier erstmal wieder um. Hey, oh. Tentakel! Hallo! Winke, winke. Die Labormaus und der Asthma-Typ sind noch nicht da. Eine Schande. So wirst nur du Zeuge meines endgültigen Triumphs. Ihr alle habt es versucht, doch nur mir, Munkus, wird es gelingen. Schon bald ist meine perfekte Tötungsmaschine fertig. Es wird die erste von Tausenden sein. Meine eigene Armee. Geschaffen von dieser wunderbaren Maschine. Das klingt nicht gut. Sag nichts. Es ist keine Schande, gegen den Besten zu verlieren. Bleibe und lerne, mein purpurner Freund. Wunderbar, Herr. Herzlichen Dank für diese Einladung. Hast du's? Okay, so dann gucken wir uns hier erstmal um. Was wir denn da noch so finden? Da. Betrachte die Maschine. Also gut, dann betrachten wir die Maschine. Babula. Ja, definitiv. Hast du eigentlich irgendwas dabei? Nee, du hast nichts dabei. Warte mal, da war noch irgendwas. Na, komm doch. Komm, wir gucken jetzt einfach mal. Betrachte die Rohrzange. Also gut, wir nehmen eine Rohrzange. Kann... Schuttgula. Schuttgula, genau. Dann nimm sie mal. Mal gespannt, was wir jetzt mit dem Ding machen können. Betrachte die Maschine. Ja, da wirst du bloß wieder irgendwas Unverständliches von dir geben. Ich weiß es genau. Grrr. So. So, dann gucken wir nochmal. Da ist ein Rohr. Ist kaputt? Nehmen? Kannst du es nehmen? Okay, gut. Jetzt haben wir also ein plattgedrücktes Rohr. Kann ich das denn kombinieren? Repariere das Rohr mit der Rohrzange. Nein? Also gut, kaputt. Alles klar. Da müssen wir wahrscheinlich zum Nate raus. Aber jetzt gucken wir uns hier erst nochmal um. In aller Seelenruhe. Da drüben ist allerlei. Was haben wir hier? Betrachte die Gegensprechanlage. Kannst du die auseinanderschrauben? Wahrscheinlich kommst du wieder nicht hin, gell? Kannst du das mit dem Rohr machen? Nein. Mit der Rohrzange. Schraube. Und? Geht's jetzt? Ich halte es nicht aus. So, jetzt haben wir was? Haben wir hier? Benutze die Gegensprechanlage. Ah, kann ich nachher so tun, als sei ich... Ah, geht nicht. Okay, wahrscheinlich müssen wir dazu... Wie kriegen wir Nate hier rein? Weil der müsste uns helfen, vermute ich mal. Gehe hinaus. Das machen wir noch nicht. Wir gucken uns mal hier mal weiter um. Oh, Leila. Hallo. Ja. Ui. Ich halte es nicht aus. Kannst du sprechen mit ihr? Xadalupa? Du? Ja. Befreien! Schnell! Gerne. Nur wie? Helfen, bitte! Ja, doch. Vater, oh, schwach! Oh Mann, richtig. Transporter, Energie. Schalter da. Schalter dort. Gleichzeitig. Ach so. Okay. Mensch, helf
helfen. Wie kriege ich jetzt denn den da rein? Zum Kuckuck aber auch. Betrachte das Gerät. Ja, das sind die beiden Schalter. Kannst du das mal machen? Ja, Locksack, ja, das ist klar. Wir müssen das gleichzeitig tun. So viel ist klar. Da ist das Herz. Mit dir reden, warte mal. Sonst noch was? Rede mit Munkus. Komm, wir reden mal mit ihm. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber wir versuchen es einfach und dann gehen wir mal raus zu Nate. Ich weiß, du bist wissbegierig, mein erfolgloser Freund. Aber warte, bis die anderen da sind. Ich habe keine Lust, alles dreimal zu erklären. Sonst noch was? Ihr denkt alle zu groß, weißt du? Zeitreisen, Todessterne, Gehirnwellenmanipulation. Damit seid ihr so unflexibel. Ich habe diese Maschine unter meiner Kontrolle. Und was immer sich die Gegenseite einfallen lassen wird, ich werde die richtige Antwort haben. Tja, okay. Gut, ich glaube, dass wir dann mal rausgehen zu Nate. Vielleicht kann der irgendwas mit dem Rohr der Rohrzange machen. Wie ist es gelaufen? Sind Layla und die anderen okay? Zum Glück. Und Munkus? Ja, genau. Du musst einen Weg finden, mich an der Wache vorbeizubringen. Okay. Jetzt gibst du ihm erstmal das Rohr. Und die Zange. Danke. Und dann versucht Nate das mal, wobei... Ich bin mir nicht sicher, mit der Rohrzange. Danke. Haben wir ja die Gegensprechanlage bearbeitet. Möglicherweise braucht man das gar nicht mehr. Ich könnte mich totlachen, Tentakel. Köstlich. Okay, Nate. Mach du mal bitte. Repariere. Keine Chance. Das Rohr ist eingedrückt, verbogen und löchrig. Das kann man auch mit einer Rohrzange nicht mehr reparieren. Da kann ich auch nichts machen. Dem Vieh. Was ist eigentlich mit diesem Stuhl? Verflixt aber auch. Nee, ich will dem Vieh das Ding jetzt nicht geben. Ich weiß auch nicht. Mit dem Zepter. Ein älteres Rohr würde uns nicht helfen. Ein jüngeres also aber dann, vielleicht schon. In die Vergangenheit. Mach es bitte hübsch. Schau mal einer an. Hihi. Gib mal. Ja, genau. Das hat jetzt vielleicht gedauert, meine Fresse. Gib ihm bitte auch noch die Rohrzange. Nimm du. Betrachte das Kostüm. Oh ja, sag mal was dazu, Nate. Sie ziehen dem Vieh das an und ich werde hier ein Dieb genannt? Tja, Nate. Okay, so. Betrachte das Fass. Gibt es da noch irgendwas? Ein großes Metallfass. Ja, haben wir auch schon. So, jetzt haben wir bloß noch dieses Zepter. Wie kriege ich denn Nate da rein? Nee, dem Vieh das Zepter der Zeit? Benutze das Zepter der Zeit mit dem Pinguin? Oh ja, was passiert? Wenn ich ihn altern lasse, würde ihm das Laufen schwerer fallen. Das wäre grausam. Das haben wir auch schon gemacht. Ich könnte ihn verjüngern, was natürlich auch nicht... Okay. Sonst noch was? Stuhl? Stuhl. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Versuchen wir es. Der Stuhl wird mir wenigstens kein blaues Auge schlagen, wenn es nicht funktioniert. Muss ich das jetzt kapieren? Ach du Schande. Jetzt ist es eine Antiquität. Ob man dafür... Ich weiß es nicht. Autsch, kaputt. Wohl nicht. Okay, und was haben wir hier jetzt? Betrachte den Erdhaufen. Was um alles... Das Holz des Stuhls ist vergammelt und übrig geblieben ist nichts weiter als ein Haufen Erde. Kannst du sie mitnehmen? Das Holz des Stuhls ist vergammelt und übrig geblieben... Kann ich das noch weitermachen? Vielleicht kann ich wieder einen Stuhl daraus machen. Oder ich mache die Erde noch älter und mache sie damit zu alter Erde. Das ist super, oder? Nein. Also nochmal? Aber was passiert jetzt? Das kapiere ich nicht. Gar nichts passiert. Geht nicht. Ja. Kannst du es denn nicht nehmen?
Vieh, kannst du es nehmen? Ich betrachte den Erdhaufen. Was machen wir mit diesem Erdhaufen? Ich habe keine Ahnung. Rohr und Erdhaufen. Rohrzange und Erdhaufen. Ich habe keine Ahnung. Also gut, jetzt gehen wir wieder rein und versuchen mal, das Rohr an die Gegensprechanlage zu machen. Möglicherweise kann ich dann Nate reinholen. Rohr. Geht das jetzt? Schiebe die Rohre ineinander. Okay, oh, das ist ja super. Rede mit der Wache. Aber das müsste die Wache eigentlich... Sie bitte? Steht da nicht. Tut mir leid, Sir. Ich kann Sie nicht verstehen. Das ist doof, ne? Hallo? Ja, hallo? Sir, haben Sie wieder von der einheimischen Küche genascht? Sie wissen doch, dass Sie dieses ausländische Essen nicht vertragen. Blöd. Okay. Ja. Keine Chance. Ja, was machen wir nun? Irgendwie müssen wir noch den reinkriegen. Komm, wir sprechen nochmal mit Layla. Babalu. Ja, böse. Hexer verzaubern? Mhm, genau. Mensch, holen! Ja, wie denn? Tja, also unser Vieh kann nicht sprechen. Das ist natürlich doof. Sprich mit Layla. Ah? Baby? Warum? Ja, warum? Genau, natürlich. Wo ist das Baby? Vorsichtig. Ja, genau. Zurück zum Sport. Ja, genau, natürlich. Mit dem Baby können wir natürlich jetzt Munkus Stimme nachmachen. Das heißt, warte mal, vielleicht müssen wir erstmal Munkus was sagen lassen. Weil sonst hat das Baby vielleicht die falsche Stimme. In einem Dreieck ist die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrates. Mhm, so ist es. Aber nur in einem Rechtwinkligen, Sir. Okay. Babyvieh Munkus. Genau, wir müssen dafür sorgen, dass das Babyvieh... Willkommen, meine Damen und Herren. Nein, falsch. Munkus, sag mal was. Lass zu! Ja, genau. Guck mal, das Babyvieh. Hallo. Was ist das denn? Baby. Wo hast du das Ding denn gefunden? Im Kerker. Das muss so etwas wie Nachwuchs sein. Ausgewachsen können die Dinger einen Meter groß werden. Geh mir aus den Augen damit. Ich will es hier nicht mehr sehen. Hihi, Babyvieh. So, komm mal her, Babyvieh. Jetzt versuch's bitte nochmal. Lasse das Baby etwas sagen. Komm, jetzt Munkus Stimme bitte. Und der Puppe in der Nase. Was ist das denn? Hihi. Ertappt. Wo hast du das Ding denn gefunden? Na, wo wohl? Das muss so etwas wie Nachwuchs sein. Ausgewachsen können die Dinger. Ja. Geh mir aus den Augen damit! Ich will es hier nicht mehr sehen! Hau ab! Jawohl! Sehr schön, wir können rein. Ich bin ziemlich sicher. Den Erdhaufen lassen wir jetzt liegen. Ich habe echt keine Ahnung, was man mit diesem blöden Erdhaufen tun kann. Was machst du denn jetzt? Ja, es ist so unbequem, wie es aussieht. Ach du Scheiße, Nate. Hallo. Hihi. Hey! Warum bist du nicht auf deinem Posten? Ich musste mal austreten. Und was hat der nackte Mann dort damit Keine zu tun? Ahnung. Das ist etwas kompliziert. Hast ihn aufgemischt, was? Ist das dieser Versager von einem Luftschiffkapitän? Warum hacken immer alle auf ihm herum? Ich habe gehört, er soll sehr kompetent, intelligent, sehr schön und clever sein. Genau. Wir sehen uns heute Abend. Ciao, ciao. Gehst du da jetzt rein, oder was, oder wie? Hey, ich... Scheibenkleister? Okay,
Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Da da ba ba, Babyvieh, komm mal. Geht nicht mehr, okay. Nate, kannst du da jetzt bitte rein? Kannst du jetzt was mit dem Zeug da machen? Wenn du eine Rüstung hast? Das Holz des Stuhls ist vergammelt und übrig... Ja, genau. Ich kann damit nichts machen. Betrachte den Pinguin. Kaum zu glauben. Der Pinguin auf ja, dem genau. Lauf... Okay, dann versuchen wir jetzt mal, ob wir da reinkommen zum Kuckuck, aber auch. Wir gehen da jetzt rein. Juhu. So. Dann gehen wir mal dahin. Betrachte das Gerät. Betrachte mal. Boah, der macht einen Lärm beim Laufen. Ich vertraue Viehtechnologie ein wenig mehr als Gnomentechnologie. Diese Geräte reißen mir vermutlich nur wenige Gliedmaßen ab. So, kannst du nach oben schieben? Und Vieh? Jawohl, wunderbar. Okay, also dann, meine Herrschaften, bitte den Regler nach oben. Yeah! Und was passiert jetzt? Wird er jetzt einfach wegteleportiert? Hey, was ist das für ein Radau? Es funktioniert! Ihr da! Loslassen! Hilfe! Okay, es funktioniert doch nicht. Jetzt oder genau. Nie? Wir hoffen, es klappt. Auch Scheibenkleister. Oh, Scheißding. Ja, das kannst du wohl laut sagen. Ja, dann hau ihm doch einfach eins über die Rübe, Nate. Wieso haust du jetzt wieder ab? Ich glaub's nicht. Stopp! Oh oh. Was hat denn der geworfen gerade? Gerettet. Vater krank. Oh, Wir könnten alle zusammen mit der Mary zu einem Heiler fliegen. Nein. Zu schwach. Große Maschine. Ach, Munkus ist im Heiligtum und dieses verfluchte Zepter hat schon wieder nicht funktioniert. Wie willst du ihn überwältigen? Ihr rauslocken? Ich besiegen? Boah, Layla. Klar können wir Munkus da irgendwie rauslocken, aber wie willst du ihn besiegen? Layla Plan. Gutes Mädchen. Also, ich weiß nicht. Bitte. Oh. Okay. Also, nochmal im Detail. Wie lautet dein Plan genau? Ihr rauslocken? Mhm. Ich besiegen. Okay. Könnte von mir sein. Komm schon, Kleiner. Zeit, etwas wirklich Dummes also zu tun. Unser Pinguin. Gut durchtrainiert mittlerweile. So, und was machen wir nun? Wie holen wir den jetzt raus? Wirklich guter Job da im Heiligtum. Wir sind ein prima Team. Hm, genau. Betrachte die Apfelreste. Das ist das Apfelgehäuse, das die Wache nach uns geworfen hat. Was hat er sich nur dabei gedacht? Ich meine, wie, auch nur ganz theoretisch, hätte uns das aufhalten sollen? Nimm's mal, die Apfelreste. Können wir das mit denen machen? Die Apfelreste. Genau, stecke die Apfelkerne in die Erde. Ah, lassen wir jetzt einen Baum wachsen? Das ist ja heiß. Ich drücke die Kerne genau. In die Erde. Dann wenden wir das Zepter an und lassen mal die Zukunft einen großen Baum wachsen. Genau, los, auf geht's. Nun lass mich nicht wieder im Stich. Bitte. Wenn wir dann einen Baum haben, was machen wir mit dem Baum? Ich habe keine Ahnung. Hallo, Baum? Yeah. Ich sollte wieder ins Apfelverkäufer-Business einsteigen. Mit diesem Zepter wäre ich der Apfelverkäufer-König. Wunderbar. Aber natürlich bringe ich das Zepter zurück zum Erzmagier, wenn wir Layla und die anderen befreit Selbstverständlich. Haben. Selbstverständlich. So. Was will man schon mit einem Zepter, das einen die Zeit manipulieren lässt? Ist ja nicht so, dass eine alte Königin einem ihr halbes Reich geben würde, wenn sie noch einmal jung sein könnte. So, betrachte den Apfelbaum. Der Baum ist kerngesund und trägt reichlich Äpfel. Ich habe den grünen Daumen. Den hatte ich schon immer. Nimm mal Äpfel. Kann ich jetzt mit Äpfeln werfen? Saftig, knackig, süß und sehr gesund. Hm. So, das war's dann. Kann ich denn jetzt Layla Äpfel geben? Ne, die sind nicht mehr da. Okay. Also dann. Layla scheint die anderen in Sicherheit gebracht zu haben. Gut so. Ich hoffe nur, sie hat wirklich einen Plan, wie sie Munkus besiegen will. Ohne magische Waffen braucht man dafür eine ganze Armee.
So. Ja, dann gucken wir halt nochmal, dass wir da reinkommen. Warte mal, wir geben dem Vieh... Wir geben dem Vieh die Äpfel. Ah nein, ach Quatsch, ach shit. Komm her. Gott, ist das zäh. Gib dem Vieh die Äpfel. Genau. Nimm du. Genau, Vieh. Und dann gehen wir jetzt Äpfel werfen. Komm ich da irgendwie rein? Betritt das Heiligtum? Keine Wache mehr am Tor. Munkus hat sich im Heiligtum verschanzt, wie es aussieht. Wir kommen da nicht rein. Verflixt aber auch. Können wir nochmal den Pinguin irgendwie missbrauchen, indem wir mit Äpfeln auf ihn schmeißen? Und das hat ja schon mal geklappt. Betritt das Heiligtum. Kannst du das jetzt, mein Freund? Oh. Kann er nicht. Also jetzt habe ich wirklich bloß noch diesen Pinguin und hier den Farbeimer und die blöden Äpfel. Tja, Leute. Da kann man noch was nehmen. Warte mal. Bohrzange. Ich habe wirklich keinen blassen Dunst, Leute. Was mache ich denn mit diesen Äpfeln zum Kuckuck aber auch? Ich habe keine Ahnung, Rohrzange. Warte mal, Rohrzange und Äpfel? Nö. Also. Ach, da guck mal an. Ach. Betrachte den Ventilator, habe ich ganz übersehen. Und dann betrachten wir ihn erstmal. Komm mal her. Ja, das ist doch schön. Ventilator, Äpfel. Äpfel an den Ventilator? Yes! Hätte ich beinahe diesen Ventilator übersehen und jetzt gibt's ihn. Aha. Mampfschatz, richtig, genau. Ah, Nate, komm mal her. Lass die mal ein bisschen älter werden, damit da lecker Apfelgeruch reinzieht. Vielleicht haben die ja Hunger, Zepter der Zeit, komm her. Genau. Lass sie ein wenig faulen. Auf geht's. Und wie es klappt, diesmal nicht. Boah, da steigen einem ja die Tränen in die Augen. Klappt, es klappt. Komm her, komm her. Ja, genau. Und nun? Was zum... Wir befinden uns in einem geschlossenen Raum zum Teufel. Tja. Aber ich habe nicht... Sir. Ja, Herrschaften. Es reicht. Ich werde mein Spielzeug ausprobieren. Halte hier die Stellung. Na also, läuft doch alles wie am Schnürchen. Müssen wir jetzt noch irgendwas tun oder haben wir es jetzt endlich geschafft? Nun müssen wir den kleinen Dicken nur noch... Dynamite. Es funktioniert. Als erstes werde ich... Kakerlaken zerquetschen. Muss ich da jetzt noch irgendwas tun? Oh nee, betrachte Munkus. Wir haben nichts mehr. Ja, was soll ich denn tun? Betrachte Munkus. Warte mal. Reiße das Kabel aus dem Generator. Komm her. So. Halte das Kabel an den Roboter. Weg hier. Ja, doof, Munki, ja? Wirklich doof. Einen kleinen Schreck gekriegt. Vielen herzlichen Dank, Pinguin. So, Leila, du bist dran. Ich hoffe, deine Freundin hat einen guten Plan. Keine Bewegung! Was haltet ihr von meinem Spielzeug? Es lässt dich weniger fett erscheinen. Es macht mich zum Herrscher der Welt!
Jeder meiner Getreuen wird eine eigene Maschine erhalten. Der eine wird schnell sein wie der Wind, der andere tödlich wie ein Drache. Ein dritter wird fliegen können wie... Wird einer von Ihnen auf den Punkt kommen können? Ich habe eine Maschine, die Maschinen bauen kann. Meine Maschinen! Wer will mich jetzt noch aufhalten? Layla! Where are you? Come on! Was ist? Das wäre ein guter Zeitpunkt für eine überraschende Wendung gewesen. Ja, das finde ich auch. Es wird keine überraschenden Wendungen mehr geben. Und jetzt werdet ihr sterben. Nicht so schnell. Yeah. Die Pinguinarmee. Juhu. Gehen. Jetzt. Ich lasse mir nichts von Fellhaufen und Pinguinen befehlen. Kämpfen. Kleine Raketen. Yes. Für Freiheit. Feuer. Oh Mann! Juhu! Und, komm, mach den Abgang! Mach den Abgang, Freund! Oh, falsch! Das war alles? Na komm! Ja! So, und dann mach's mal gut, mein Freund! Der wird es doch wohl nicht noch schaffen, oder? Und jetzt mach endlich den Abgang. Yes! Tja, Fee, was machst du nun? Also gut, das wäre dann also das Happy End. Das Böse ist besiegt, Leidas Vater wird geholfen werden und der kleine haarige Held bekommt das Mädchen. Genau. Eins musst du mir noch sagen. Wer seid ihr? Verstehe. Und das da ist so etwas wie ein Luftschiff, oder? Ist eine Menge passiert in den letzten Tagen, oder? Ich habe ein Luftschiff gewonnen, bin damit abgestürzt, habe in den Nordlanden lauter Verrückte getroffen, habe ein paar neue Erzfeinde und einen neuen Freund. Ach, ich komme schon klar. Ich werde mit der Mary in den Süden fliegen. Irgendwohin, wo es schön warm ist und wo mich Marsas nicht finden wird. Außerdem habe ich noch das Zepter. Ich werde damit so lange auf Mary feuern, bis sie wieder jung und knackig ist. Mann, wirst du mich vermissen, wenn du mit deinen Freunden abhaust. Toten. Naja, ist ja nicht so, dass ich niemanden hätte. Da ist diese Knochenhand und Mary. Aber vielleicht kannst du ja aus einem Fenster schauen und mir zum Abschied winken. Tja, dann heißt es wohl goodbye. Pass auf dich auf. Oh je. Und wenn du mal wieder in der Nähe bist. Ah, wie schön. Die beiden Helden. Oh, das Vieh ist traurig. Bye, bye. Was ist das, Bockgruß? Oh, kommt nicht mehr rein. Das kann doch wohl nicht sein, oder? Ah. Und nun? Oh je. Da ist Nate ja ganz gebrochen, ich glaub's nicht. Und wieder einmal haben alle gewonnen, nur ich nicht. Ach, die Geschichte meines Lebens. Nee, komm, Munkus. Diese Geschichte wird gleich vorbei sein. Oh, ganz ruhig, ich... Ich war so kurz davor.
Hey, komm schon. So sind nun mal die Regeln. Am Ende triumphiert immer das Gute. Zeit für neue Regeln! Nein! Das Vieh, oder? Ach, ein Baby-Munkus. Ach, halt ich's aus. Ach, so. Ja, du bist aber längst nicht so charmant wie das Baby-Vieh. Vieh! Du hast mir das Leben gerettet. Schon wieder. Euer Schiff, schnell! Beeilung, uns bleiben nur noch... Was ist? Du musst... Vieh! Oh, je, je, je. Du bist zurückgekommen und hast dafür... Ah, wer braucht schon Weiber, stimmt's? Wir lassen uns was einfallen, in Ordnung? Wie schwierig kann es schon sein, dich zu ihr zu bringen? Wir könnten den Erzmagier fragen. Oder wir lassen uns so ein Flugding bauen, wie ihr es habt. Ein unschlagbares Team mit jungen, dynamischen und gut aussehenden Typen wird das schon schaffen. Naja, ein gut aussehender. Na warte, Freundchen. Yeah, Schneeballschlacht, juhu. Hey! Bleibst du stehen? Hi. Stopp! Ich krieg dich! Ihr Lieben, das also waren die Critter Chronicles. Ein wirklich herausforderndes Point-and-Click. Also teilweise stand ich wirklich total wie der Ochs vom Berg und wusste nicht, was tun. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass vieles erst durch Ausprobieren möglich war. Und ja, also nicht nur durch logisches Nachdenken, weil manches war einfach irgendwie so weit hergeholt und absurd, dass es auch, wenn es sich hinterher als logisch rausgestellt hat, doch ein bisschen zu viel Klamauk war. Dessen ungeachtet bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen bei euch allen, wünsche euch, ja ihr wisst's ja, einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao. Ha 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 ha!